Sogar in Berlin kommt es selten bis nie vor, dass sich dermaßen viele Journalisten für eine Buchvorstellung interessieren. Womit wir beim Kern des Problems wären. Ein Mann hat ein Buch über Integration geschrieben. Doch weil der Autor ein Provokateur ist, redet die Republik nicht über sein Thema, sondern über ihn, Thilo Sarrazin. Auf 460 Seiten hat sich das noch SPD-Mitglied seinen Kritikern zufolge in die rechte Ecke geschrieben. Ein Selbstverteidigungsversuch. Wenn ich sage, die Erde ist rund und jemand anders, den ich also moralisch und sonst wie verabscheue, sagt auch, die Erde ist rund, dann würde ich nicht sagen, sie ist eckig, dann würde ich sagen, sie ist rund und du bist trotzdem ein Arschloch. Impressionen aus Thilo Sarrazins Welt. Eine Gesellschaft, in der Menschen zu volkswirtschaftlich verwertbaren Größen mutieren und der Intelligenztest zur Eintrittskarte in die Elite-Republik wird. Auf der Pressekonferenz legt der Autor nach. Wer durch unser Transfersystem angezogen wird, wer große Zahlen abhängiger Familienangehöriger nach sich zieht, wer unsere Kultur ablehnt, der wird als Zuwanderer langfristig gesellschaftlich und finanziell mehr Kosten verursachen, als er der Gesellschaft bringt. In vermeintlicher Sorge um sein Land sucht Sarrazin darum Vorbilder jenseits des Atlantiks. Hätte Deutschland schon seit Jahrzehnten ein Einwanderungssystem wie Australien, Neuseeland, Kanada oder die USA, das bedeutet nämlich hohe Qualifikationsbarrieren und keine Transferleistungen für die Eingewanderten, diesen Punkt unterstreiche ich, dann wären 90% der heute in Deutschland der lebenden, der muslimischen Migranten gar nicht erst nach Deutschland gekommen. Und das wäre gut so. Er sagt es nicht und doch steht die Schlussfolgerung im Raum. Was will Thilo Sarrazin? Unmittelbar nach seinem Auftritt beginnen die Deutungsversuche. Ich glaube, Sarrazin ist ein klassischer Naiver. Der schreibt was, dem fällt was auf und er rechnet nicht einmal damit, dass andere sich darüber empören oder beleidigt sein könnten. Er will auch, glaube ich, gar nicht provozieren. Aber in Wirklichkeit kann Deutschland nicht konforme Meinungen nicht ausstehen. Und im Falle von Sarrazin erleben wir jetzt wirklich eine unglaubliche Hexenjagd. Fest steht, eine Debatte über Integration ist in Deutschland längst überfällig. Hätte die Politik hier nicht jahrzehntelang versagt, wäre Sarrazins Buch nicht mehr als eine Randnotiz.